Liebe Investierte, liebe Interessierte, ja, es ist natürlich ein sensationeller April, den wir an den Börsen hinter uns gebracht haben. Muss man vielleicht sagen, mit dem Zusatz, nachdem ja der Mitte Februar es begonnen hat und dann eben bis Mitte März eben deutlich runtergegangen ist. Wo ist die Logik? Natürlich, ich meine, die Börsen haben vorweggenommen, dass das Leben eben so stark runtergefahren wird. Vor dem Hintergrund ist auch der Einbruch nachvollziehbar. Umgekehrt ist auch nachvollziehbar, wenn wir jetzt allgemein Lockerung Maßnahmen haben, dass die Börsen das ebenfalls vorweggenommen haben und dass vor dem Hintergrund die Kurse dann auch gestiegen sind. Eines sollte man klar sagen, damit ist die ganze Angelegenheit natürlich nicht vorbei. Vorbei wird es erst dann sein, wenn wir einen Impfstoff haben, der dann auch entsprechend eingesetzt worden ist oder vielleicht ein Medikament, dass das eben alles wieder ein normales Leben stattfinden kann. Bis da ist es aber auf jeden Fall hin. Dennoch gibt es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, denn wir haben eben gesehen, dass die Börsen die Dinge vorwegnehmen. Es kommt außerdem natürlich obendrauf, dass wir unglaublich große Hilfspakete geschnürt bekommen haben, sei es die Staaten, die unglaublich große Defizite hochgefahren haben, sei es die Notenbanken, die unglaublich viel Anleihen kaufen und damit Geld drucken. Und wenn wir uns eben darüber Gedanken machen, worauf läuft das hinaus, gibt es auch auf jeden Fall Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, werden wir denn dann eigentlich in eine Phase kommen, die Deflation bedeutet oder bedeuten diese Hilfspakete Inflation? Eines ist schon mal klar, wenn jetzt eben überall das Leben so weit runtergefahren ist und wurde und ganz klar eben auch Arbeitsplätze vernichtet werden sein, dann muss man auch sagen, werden sich auch hinterher die Verbraucher etwas zurückhalten. Wir sehen es ja auch schon überall, wo die Läden geöffnet haben. Also die große Shoppinglust ist da noch nicht aufgetreten. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, also diese Aspekte, die wirken ganz klar deflationär und zwar auch über den Tag hinaus. Denn irgendwo, wenn die Leute eben kein Geld haben, mangels Arbeitsplatzes, dann werden sie sich auch eher weiter zurückhalten. Umgekehrt muss man aber ganz klar sagen, wenn jetzt so unglaublich viel Geld gedruckt wird, wenn eben so der Staat und so unheimlich hohe Defizite fährt, sind das Aspekte, die ganz klar inflationär wirken. Da ist natürlich die Frage, was überwiegt? Oder gleicht sich vielleicht alles am Ende miteinander aus? Es ist ein bisschen schwierig, das jetzt hier in der Kürze der Zeit zusammenzubringen. Vor dem Hintergrund verweise ich Sie da gerne auf das Webinar morgen, wo wir da eben die Sachen wirklich intensiv besprechen werden. Eine große Rolle spielt natürlich auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das hat ja gerügt, dass eben die EZB solche Gelddruckmaßnahmen gemacht haben, beziehungsweise das Gelddrucken als solches wurde interessanterweise dann eben doch noch akzeptiert. Also zumindest war es keine direkte Staatsfinanzierung. Das ist etwas, was schon mal festzuhalten ist. Umgekehrt muss man sagen, naja, hier wird zwar gerügt, aber die Bedingungen, die dann eben daran geknüpft werden, sind wiederum relativ leicht umsetzbar. Das setzt allerdings voraus, dass die EZB diese Bedingungen dann auch einhalten will. Und da kommt natürlich mit hinein, dass das Bundesverfassungsgericht eben außerdem den Europäischen Gerichtshof sehr gerügt hat. Also hier ist einiges an Sprengstoff da, was eben über die rein sachliche Thematik hinausgeht. Vor dem Hintergrund, auch das ist sinnvoll, ausführlicher zu machen. Wir werden es morgen im Webinar genauer besprechen. Insofern, Sie bekommen da die Antworten auf jeden Fall.